Moin Leute und willkommen zurück zur absoluten Chaos-Kampagne. Wir sind jetzt hier wieder mitten am Start gegen die Invasion von Sparta, Mykene und so ziemlich allem, was auf dieser griechischen Halbinsel existiert, schippert hier zu uns rüber. Wir haben jetzt mittlerweile hier den kompletten Süden so gut wie verloren. Es gibt absolut keine Aussicht mehr darauf, dass wir da hier wieder uns behaupten können, wenn dann halt vom Norden aus, wenn dann halt von hier aus. Hier könnten wir von Grund aus oder von Grund auf, Entschuldigung, alles wieder zurückgängig machen. Ob das so erfolgreich sein wird, das werden wir sehen. Ja, ich habe es schon letzte Folge, meine ich, habe ich das schon erwähnt. Irgendwie habe ich mit meinen Let's Play-Spielständen Pech. Ich habe mir überlegt, dass ich mir bald spontan mal einen privaten Troy Spielstand anlege und ich würde fast mit euch wetten, dass der viel besser läuft. Dasselbe Problem hatten wir mit Total War Warhammer 2 auch, aber es ist so, wie es ist. Ja, also ich habe diese Kampagne immer noch, spiele ich nur sie und immer noch blind. Also, ja, gut, jetzt mittlerweile habe ich reingefunden, so, ne, klar, aber ich habe sie blind gestartet, dass man da also Fehler in der Kampagnenführung einbaut, sind, denke ich, normal. Also beispielsweise hier die Eroberung von Garraga in Folge 2 oder sowas von Paris hätte ich umgehen können. Ich hätte es einfach direkt angreifen können und nicht erst Truppen ausbilden. Als Beispiel. Aber ja, das sind halt so Sachen, die weiß man nicht vorher. Allgemein dieses Ränkespiel, sag ich jetzt mal, mit Paris, diese Göttermechanik, sag ich mal, das sind alles so Sachen. Derzeit aktiv. Dann das. Das sind alles so Sachen, die weiß man erst im Nachhinein, wenn man schon mal eine Kampagne gespielt hat. Jetzt habe ich's und ja, wir sind hier an einem relativ schlechten Punkt. Also man muss es halt mal trocken sehen. Hier ist so ein kleiner Brückenkopf, den können wir vielleicht zurückschlagen. Problem ist, der, ich sag jetzt mal, Griechenbund, auch Griechen, aber wisst schon, was ich meine. Der nimmt hier ein und nimmt ein und hat ja nicht, also hat ja noch so ein Riesenreich in der Rückhand. Also beispielsweise das ganze Gebiet müsste ja, glaube ich, auch noch Sparta oder Mykene oder so gehören. Das ganze Gebiet gehört auch noch Sparta und Mykene. Hier ist dann noch eine weitere Fraktion, die echt groß ist. Und wir haben hier so einen kleinen Brückenkopf. Die einzigen, mit denen wir noch nicht mal verbündet sind, sind hier im Süden noch von uns. Und die werden auch wahrscheinlich einfach so hinweggefegt. Es ist ein bisschen unlucky, so wie es läuft. Aber ich werde die Kampagne so weit spielen, wie es geht. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Also selbst wenn wir um die letzte Stadt kämpfen müssen, dann ist es. Aber ich werde es jetzt nicht aufgeben. Einfach so. Also beispielsweise bei der Tyranniden-Kampagne von Battlefleet Gothic Armada. Da war das Kampagnendesign, glaube ich, nicht so ganz ausgereift. Da war es halt einfach ein bisschen schwierig, sich aufzubauen. Bei Total War Warhammer 2 war es auch einfach pures Pech. So, ich habe die Fraktion Kult der Sinnesfreuden da auch nie, sondern nur Malekith als Dunkelelfenvergleich. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen unglücklich, aber das wollte ich halt nur nochmal erwähnen, warum, weshalb. Wie gesagt, es ist immer noch eine Kampagne, die ich komplett blind angefangen habe. Ich hoffe, das ist verständlich. Vor allem, ne, läuft ja auch noch parallel Total War wie Elder Scrolls. Da ist es zwar ein bisschen am Stagnieren, aber da läuft es definitiv viel, viel besser. Es dauert halt einfach nur länger, weil es ist halt ein Medieval-Spiel und also eine Medieval-Mod. Da kann es mal gern zu endlos Kriegen kommen. Aber nichtsdestotrotz, es kommen wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch andere Projekte, wie beispielsweise jetzt wahrscheinlich relativ demnächst Age of Empires 3. Kann man eigentlich nicht falsch machen. Also, ja, wir machen jetzt weiter. Nach meiner kleinen Mini-Ansprache haben wir jetzt hier anderthalb Armeen, die bereit und willig sind, hier für Troja zu kämpfen. Problem ist halt eher, wir müssen hier in den anderen Provinzen eher dafür sorgen, dass wir die uns auch unterhalten können. Tempel ist die Frage. Erstmal. Ah, hier habe ich auch viel abgerissen. Das war auch der Plan. So, zwei, ja gut. Das ist für Einkommen aller Ressourcen.
Bronze, ja doch, das. Nahrung. Brauchen wir hier noch was Einfluss? Aber das haben, können wir jetzt erstmal nicht bauen. Oh, was können wir da ausbilden, ist die Frage. Ach nee, das ist einfach nur so ein... Ah, das ist der Palast des... Wir haben hier keine besonderen Gebäude, keine besonderen mythischen Einheiten. Larissa. Larissa ist jetzt auch erstmal nicht möglich. Gut, dann ab in die nächste Runde. Vielleicht habe ich das tatsächlich, das könntet ihr mir, die Leute, die jetzt vielleicht auch aktiver Troy spielen und trotzdem zuschauen, das könntet ihr mir mal gern sagen. Vielleicht habe ich das mit den Konföderieren auch ein bisschen krass. Dass ich halt viel zu stark, viel zu oft konföderiert habe. Das kann sein, aber ich weiß es nicht. Weil für mich aus Total War Warhammer 2 ist Konföderieren eigentlich immer was Gutes, selbst wenn du was verlierst dadurch. Da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ja, wie gesagt, diese ganzen Einnahmen und Überfälle, die müssen wir jetzt uns lassen. Ich kann nur die Hoffnung haben, dass sie das wirtschaftlich irgendwie nicht überleben, viel Militär zu haben. Oder dass wir sie halt einfach mit unseren Armeen an bestimmten Engpässen einfach schlagen und finden. Ja, mit denen stelle ich mich gerade sehr, sehr gut tatsächlich, obwohl das Terea beispielsweise nicht mag und Terea müsste ich konföderieren. Aber ich bin froh über jede Fraktion, die sich gut mit mir stellt. Jetzt Garagane. Nehmen die vielleicht sogar ein, wenn ich Pech habe. Aber es ist halt nur eine kleine Nebenprovinz. Und eine Armee ist da ja direkt in der Nähe. Macht er? Nimmt es ein oder? Ne, er plündert nur. Ja. Ja, das nehmen sie jetzt auch ein. Wie gesagt, die haben halt so viel Militär, dass sie uns entgegenwerfen können. Es sind drei Fraktionen, die allesamt größer sind. Obwohl die blauen jetzt hier glaube ich nicht. Aber an sich sind es drei Fraktionen, die militärisch mächtiger sind als wir. Die aber gegen uns nur kämpfen. So, das, wie soll man sowas gewinnen? Das hatten wir ja, dasselbe Problem war ja in Total War Warhammer 2 auch. Da waren das dann fünf Fraktionen und wir waren der einzige Gegenpart. Deswegen könnte es sein, dass es sowas wie Konföderation, dass das zu schnell ging, oder? Das kann natürlich sein, aber... With charm and skill. Aber wieso sind denn jetzt alle auf Null gesungen? Holy shit. Weil, ja, kann man brauchen eigentlich. Hilft das? Wachstum. Würde ich erstmal das hier nehmen, weil ich brauche die Ball. Bessere Moral natürlich. So, und jetzt weiter ausbilden. So Elite-Sachen können wir uns jetzt zwei Stück leisten in Paris Armee. Danach mal hier so ein Schwerträger. Dauert also ein bisschen, bis die Armee hier fertig ist, aber das macht nichts. So, hier haben wir jetzt die Militärgebäude durch. Zack, zack. Bräuchten wir noch... Eigentlich bräuchten wir das hier noch, aber dafür haben wir gerade aktuell kein Holz. Wir bräuchten das noch. Und gab es hier doch noch so Gebäude, die das... Ja, genau, die beiden. Aber die sind aktuell ein bisschen zu teuer. Die kosten auch Gold, also davon mal abgesehen. Naja, gut. Ja, dann mal mit der Armee... Weiß ich nicht. Logistische Verwaltung. Verringert den Unterhalt aller Einheiten. Ja, das ist ja an sich nicht schlecht, denke ich. Ja, gerade Bronze ist hochgegangen. Das ist nicht.
Ja, die räumen da jetzt halt auf. Wo ist das? Egal. Wie da aus. Also das ist auch eine Mykene-Armee oder Sparta-Armee. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich, ne? Ja. Sparta-Armee. Aber es hat auch nur... Ja, die plündern und nehmen es dann immer ein. Also das ist eine ganz valide Taktik. Ist auch vollkommen okay. Macht auch Sinn, tatsächlich. Nur aus meiner Sicht mache es halt nicht, weil das die öffentliche Ordnung sowas von zerstört im Prinzip. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, Friedensabkommen mit den Blau... mit den Blaubeeren, oder nee, den Weintrauben. Deswegen mache ich das meistens nicht, weil normalerweise geht dadurch, gerade dadurch geht dann die öffentliche Ordnung so in den Keller. Deswegen wundert es mich so mega, dass die hier die öffentliche Ordnung aufrechterhalten können. Also hier beispielsweise ist eine Rebellionsarmee, aber wieso beispielsweise kann er hier ohne Probleme die Städte hier halten? Ohne Probleme. Das verstehe ich nicht so ganz. Da sehe ich es halt leider nicht mehr. Aber eigentlich müssten hier auch Zufriedenheit so sehr im Keller sein, dass er hier Rebellionen kriegt. Also hier beispielsweise, das sieht mir so nach einer Rebellion aus. Das macht mich so ein bisschen kirre. Also wieso kann er das halten? Aber gut. Oh, die Armee habe ich komplett. Auch noch. Ach, da kommt die nicht gegen an, weil wegen... Ja? Da ist eine Armee drin und deswegen... So. Kommt dann als Verstärkung. Ja, das ist natürlich doof. Epsos ist nämlich eine Stadt gewesen, die ich als Bastion gebaut habe, also als hart Bunkerstadt praktisch. Ah, wohin sonst mit der Armee? Also ich kann natürlich auch... Was macht das? Erhöht die Sichtweite der Armee. Ja, das ist an sich verkehrt. Ich kann mit der Armee sonst vielleicht verschiffen und dann hier angreifen. Ja, das Ding ist, dann wird die Stadt fallen. Bloß das Ding ist, ich kann es sowieso nicht verhindern. Dann habe ich diese Armee lieber weiter im Norden als sonst wo. Da habe ich da zwar was gebaut in der Stadt, aber wer weiß. Vielleicht nehmen sie es gar nicht ein, oder? Ach, die werden es einnehmen. So. Ja, das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Und die müssen wir warten. Ja, die kosten zu Ressourcen. Wir könnten so ein bisschen als Übergang so ein paar Ressourcendinger hier bauen. So. Warum nicht? Aber, naja. Ressourcen... Oh, das... Nee, das ist schlechter als das. Ja, das bringt uns... Der kann jetzt hier Ausfallen machen. Wegschlitzen. Genau. Also das ist so ein bisschen der Plan, dass wir jetzt aus unserem Hauptland Armeen rekrutieren und von dort aus Stück für Stück uns wieder zurückkämpfen. Das ist so ein bisschen der Plan. Also dass wir so eine Art... Snowball-Effekt haben in der Richtung. Das ist so ein bisschen meine Idee. Dass wenn wir jetzt von hier aus erobern, wir dadurch immer stärker werden und somit mithalten. Vor allem, weil wir immer aus konzentriert einer Richtung kommen und er dann nur seine vielen Trash-Armees hochschickt. Weil unsere Armeen, und das ist so ein bisschen mein Ziel, sollen qualitativ hochwertig sein. Das kann dadurch... Dadurch kann es dazu kommen, dass die Armeen ein bisschen langsamer sind, Eroberung, aber viel effektiver und stärker. Tauschabkommen, was? Warum ist das passiert? Ach, weil ich die alle mal parallel gemacht habe. Ja, okay. So, jetzt haben wir die Stadt hier beispielsweise eingenommen und schon geht es der wieder ein bisschen besser. Also das ist jetzt zwar Haximanoxos, aber die Provinz an sich geht wieder. Wir können hier die Einnahmen erhöhen und schon sieht es wieder alles ein bisschen... In love and war. Klingt auch schon scheiße. Ares ist halt einfach... Also ich bin froh, dass ich den nicht in der Kampagne gespielt habe. Machen wir noch einen Bogenschützentrupp mehr? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Verlangen, aber auch irgendwie nicht. Wir haben sowieso zwei Einheiten, also mache ich dann. Passt schon. Genau, dadurch, dass er nicht so unnichtbar war, müsste die Armee jetzt haben. Nein, haben wir letzt am Anfang bewegt. Ein Schussel. Hm.
Sollen wir sowas hier noch reparieren, ist die Frage. Eigentlich nicht. Ding ist, wir haben jetzt gerade wieder ein Bronze-Minus, weil das alles wegfällt. Und wir haben nur so ein leichtes Nahrungsplus. Wir können sehr viel Nahrung ausgeben, was einmalige Abkommen angeht. So beispielsweise hier mit Terea sollte ich mich ja sowieso. I'm glad. I suppose. I'd like to strike a Die deal mögen with mich aber dafür überhaupt noch nicht. Aber jetzt, wenn ich denen hier beispielsweise so 1000 Nahrung gebe, und das habe ich, ja, dann kann ich ja von denen auch wieder ein bisschen Kupfer verlangen. Ja, wahrscheinlich sogar. Ja, ne? Jo. So, das ist ja schon mal viel wert. Und dadurch mögen die uns ein bisschen mehr. Das Problem ist halt, sie mögen nicht, dass wir eine große Macht sind, das verstehe ich. Und das mit den Alazonen und Meonia, das ist halt super, das ist das Ärgerlichste vom Ärgerlichsten. I'm sure. Und die würden sich sogar mit uns konföderieren. Macht das denn Sinn? An sich ja, finde ich. Vor allem dann fällt halt der Diplomatie-Malus wahrscheinlich weg, dass Terea uns nicht so sehr mag. Das Ding ist halt, das ist so eine Provinz, die wir eigentlich kaum halten können. Wir kriegen dadurch eine kleine Armee. Könnte ich fast direkt sogar löschen. Aber warum nicht? Bin ich mir jetzt unsicher. Obwohl, ich warte da erstmal. Warte da erstmal. Speaking with. Weil I'm an ready to. sich lohnt sich das in meinen Augen noch So. nicht so sehr. Terea sollte So, ich what's halt on viel mehr im Auge behalten. I should. Gehe jetzt hier die Leute hier This durch. In der Hoffnung, I'm hier will noch irgendwer was mit I'm expect. abhandeln. Aber ich glaube I nicht. have some. I Entschuldigung hope für die this will be a Kamerafahrt. Ich productive glaube, das könnte discussion. echt Kopfschmerzen. Aber. Negotiate. I did not live. So, und hier fängt es an, schlecht zu werden. Troy. Ne? Gut. Aber vielleicht kann ich hier auch Frieden netzen. So, und dafür gebe ich dann halt einmal sehr viel Nahrung, so 1000. Will der nicht? Oh, okay. 12.000? Der auch nicht. Das ist eben gar nicht. Okay, dann machen wir das mal so. Nicht Angriffspakt für 10. Okay, das wird auch noch zu teuer. Schade. Was I'm not looking. Unisas. Troy. Go on, try and convince Wollen me. Einfrieden? Wahrscheinlich. I can't see. Ja, die wollen Frieden, das wäre schon mal sehr viel Pact wert. That. I can't. Da sind die jetzt hochgerutscht, weil die uns mehr mögen. Den kann ich nicht handeln, warum nicht? Ihr führt Krieg gegen ihre Meister. Ach so, weil es ein Vasallenstaat ist. I can't. Hatter? Kann ich auch nicht. I'd Kann ich advise. auch nicht. Gut. Schade, aber wir haben jetzt wenigstens einen Frieden abgehandelt und ein bisschen jetzt mit Terea gehandelt. Das Ding ist halt, Terea mag es halt nicht, dass wir uns mit anderen Fraktionen gut stellen. Weil Terea einfach seltsam ist. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach Krieg gegen Terea führen, um in der Hoffnung, dass ich mit Hectors epischen Missionen da irgendwas erreiche. Aber ich glaube nicht. Ja, Klaros, da war, glaube ich, die Armee gerade drin, ne? Das ist jetzt, das ist Agamemnon, glaube ich. Ja. Also war doch eine relativ gute Entscheidung, da dann wieder die Gebäude abzureißen. Ja, dann macht das ruhig. Da raidet ruhig Lesbos, ist okay. Darauf kann ich ja bald reagieren. Meine Armeen sind ja schon da. Ne? Krieg erklären. Warum? Warum jetzt? Warum? Lass es doch einfach. Was ist denn dein Problem jetzt? Ah, ja, egal. Beistand erbitten. Jetzt sind wieder die hier mit bei. Das heißt, ich habe wieder eine Front im Norden. Ja, man sieht es schon. Ah, da sind Feinde. Wir haben mal wieder einen Zwei-Fronten-Krieg. Aber gut, die im Norden, die mögen uns so. Ein bisschen Stein gegen. Oh, wieso nicht?
Akademischer Sieg. Okay, gegen eine Rebellion. Ja, nice. Ich meine, die Rebellion, die werde ich da ja sowieso nicht wirklich abwenden können. Das ist ja da im Süden. Da kann ich wenigstens ein paar Ressourcen raus. So. Da kommt nämlich einiges jetzt schon. Und schon war es das mit dem konzentrierten Push. Also Sparta zieht sich hier scheinbar zu. Und forschen. Wir haben ja fast ja schon alles durchgeforscht, ne? Was? Ach so, ich wollte das machen, ne? Oder war das? Mal und das ist alles. Was wollte ich von den Sachen hier machen? Ach, machen wir das. Mit der Hector-Armee kann ich mich theoretisch jetzt dieser Front widmen. Problem ist halt nur. Oder nicht allein, also vielleicht würde das einmal alleine machen, aber das ist halt ihn, die ganze Armee kostet, das ist halt. So, machen wir das so. Und mit der Armee ist jetzt die Frage, wohin gehen wir? Gehen wir auf diese Insel wieder? Problem ist, die Insel hat keine Verteidigung, also lohnt sich es eigentlich gar nicht so. Lesbos würde uns ein bisschen näher bringen. Und wir hätten eine Armee, die wir besitzen. Das wäre, glaube ich, der richtige Entscheid. Vor allem ist der Typ halt auch einfach überkrass. So, und da haben wir jetzt eine kleine Armee. Ich mache mal eben Quick Save. Ich hoffe nicht, dass wir das verlieren. Da sind sogar Tauren drin. Jo. Ah, Mensch. Erkannt. Nie gesehen, aber gut erkannt. Akademischer Sieg. Oh, das wäre natürlich unpraktisch. Also ich mache jetzt mal kurz die hier, wie gesagt, automatische Schlacht in der Hoffnung, ich verliere keine Einheit. Wenn ich eine Einheit verliere, gucke ich mal, wie wertvoll sie ist. Entscheide dann. Strike them down. Ja. Okay, ich habe einmal trashige Schwertkämpfer bekommen. Verloren, trashige Speerkämpfer. Und ein Speerwerfer. Okay, das ist noch alles im Rahmen. Wir haben dadurch, wie gesagt, trotzdem noch Hebesieg. Die Speerwerfer waren an sich sogar ganz gut, aber hier können wir beispielsweise jetzt Harpien rekrutieren, nachrekrutieren. Dann haben wir mal drei Speerwerfer. Das andere war eine trashige Schwertkämpfer und eine trashige Schildeinheit. Gut, Nahkämpfereinheiten brauchen wir jetzt gar nicht so danach. So, Nahkampfangriff von Schwerteinheiten in der Armee. Nein. Schwerteinheiten, ja, ich habe da nicht so viel drin. Also lohnt sich. Warum? Das haben wir schon. Bewährt Helden einen Geschossangriff. Naja, Moral. Brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Solche einzelnen Sachen. Wir müssen die Armee halt pushen. Moral von Keulen-Einheiten. Das will ich haben. Ah, das ist schon. Ja, verdammt. Abklingzeit von Fähigkeiten. Leitwagenunterstützung, okay. Das brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Waffenschaden. Ermöglicht bei Angreifen Nachtkämpfe ziehen. Kann keine Verstärkung bekommen. Oh, das ist gut. Damit können wir so ziemlich alles rausfokussen, was wir wollen mit der Armee. So, hä? Ah, ich kann noch was machen. Okay, Munition von verwundeten Einheiten, wenn der Held... wenn der Held bei Nacht angreift? Ah, okay, das ist nur Nachtsachen. Vergrößert die Aura-Größe. Ja, Aura-Größe finde ich an sich nicht schlecht, weil das bedeutet an sich auch Moral. Moral ist was schön. So. Oh, wie sieht's hier aus? Da kann ich wieder ausbauen. Was? Ah, ja, Kupfer. Kupfer brauche ich jetzt auch mal wieder. Von Troja kann ich es leider nicht erfordern, von Terea vielleicht, aber Terea will dafür halt Gold sehen. Wie wäre es, wenn ihr euch Gold snackt von mir und dafür snacke ich mir 300. Oh, der macht sogar mehr, okay. 380. 150. 330. Okay, wir nähern uns.
20? Ja. Wunderbar. Und schon müssten wir kein... Ja, genau, richtig. Plus ist immer ganz gut. Ja, die Armee, die wird sich wahrscheinlich zurückziehen, vielleicht Terea einfallen, wer weiß das schon. Aber wir werden das nächste Runde sehen. Ihr kennt jetzt meinen Plan, sich hier aufbauen, von dort aus wieder zurückschlagen. Die Armee wird sich jetzt nächste Folge um Eressos kümmern, dann werden wir Lesbos sich selbst überlassen, mit der Armee wahrscheinlich mal hier die Inseln einnehmen, weil die nicht verteidigt sind. Paris Armee muss sich jetzt leider hier um die Nordfront kümmern. Ich hoffe, hier entsteht bald schnell wieder ein Frieden. Wenn der Frieden entstanden ist, dann kann Paris wieder nach Süd. Ah ja, wir haben jetzt hier noch, genau, wir haben jetzt noch die Armee hier. Da, die aufpassen. Können wir hier an Land und dann von dort aus weiter? Wäre ganz gut. So, weil die Armee hier, die schicken wir jetzt langsam auch nach Norden. Die kann sich theoretisch auch hier um Lesbos kümmern oder wenigstens um Lesbos halten, solange wir uns um Lesbos hier kümmern. Und dann greifen wir hier konzentriert an, ja, mit den Armeen, die wir uns zur Verfügung stehen. Das ist so der Plan für die nächsten Folgen. Also das Ganze wird auch länger dauern. Wir haben jetzt hier zwei Städte, die sich um Ausbildung kümmern. Also einmal hier unsere Hauptstadt, die ist aber ausbildungstechnisch nicht gut. Und wir haben hier Dardanos, also die Dardanellen praktisch. Die sind jetzt komplett darauf gebaut, uns aus, also hier auszubilden. Also hier beispielsweise, das leider nicht. Also wir bräuchten eigentlich in so einer Ausbildungsstadt eine Kupfermine, weil in der Kupfermine meine ich, oder Bronzemine, Entschuldigung. In der Bronze, wo kann ich das nachschauen? Ich will das euch eben noch zeigen. Also hier in so einer Kupferdingens. Ich glaube, das war da. Da können wir genau, da können wir das hier machen. Plus 3 bei Rangrekrutierung aller neuen Infanterie mit Schildeinheiten. Da wir da sowieso so drauf gehen, ist das eigentlich ganz gut. Problem ist nur, ja, diese Provinz hat halt nur Nahrung, Stein und Holz. Holz macht immerhin die Bogenschützen besser, die sie da ausbilden können. Die werden sowieso gut. Also die Bogenschützen werden hier insane von uns sein. Stein können wir leider, glaube ich, nichts machen, was uns irgendwie was bringt. Nee, kann nicht. Hier, Nahrung ist halt nur Wachstum und das Allgemeine. Ist ein bisschen schade, weil wir halt nur auf Bogenschützen konzentriert gehen können. Aber das wird sich hoffentlich alles ein bisschen verbessern. Ja, also wir hatten einen Rückschlag, jetzt einen herben Rückschlag die letzten Folgen. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt wieder bergauf gehen kann. Aber das werden wir dann sehen. Viel Spaß bis dahin und ciao.